Du, was machst du? Bauer Bertli packt es nicht mehr. Ich hab keinen Cent mehr. Keinen Cent mehr. Ja, ich auch nicht. Was macht man da? Alter, ich hau mich alle. Vielleicht fahr ich auf die, dann sind wir beide hier. Fang mich! Oder du hast mich wirklich gefangen? Na gut, herzlich willkommen hier. Grüß euch. Bei einer neuen Ausgabe Mitten im Leben. Genau. Wir sind der Bauer Bertl und der Bauer Alex. Genau. Wir machen eine Challenge. Jawohl. Wir sind hier auf unserem noch nicht Hof. Wir waren gerade bei der Bank, die haben uns gesagt, ihr scheißen, habt 0 Euro. Kauft euch einen Rasenmäher, wenn es noch geht. Und macht's was. Den haben wir vorher noch gekauft. Ja, den haben wir vorher noch gekauft, ja. Eigentlich haben wir ihn nicht gekauft, aber er wird schon merken, wenn er weg ist. Ja. 0 Euro. Deswegen spielen wir auch auf einer polnischen Karte. Nein, Scherz. Niemaczland. Ja. Ja. Ja, was gibt's zu sagen? Eigentlich nichts. Wir haben uns was vorgenommen, so ein bisschen einen Plan gemacht. Den werdet ihr dann nach und nach sehen. Bisschen Plan ist, ich meine, erstes Ziel können wir mal sagen. Step 1 ist, die Larschballen mal zu gehen. Ja. Wir glauben, das ist halt am Anfang das Ertragreichste. Genau. Na gut. Ah, noch zu erzählen. Wir haben diese Fläche hier. Fläche 55. Und auf der gilt es jetzt Farmen. Bist du aber da, wie fahrt... Bist du aber da... Das ist wie GTA. Oh. Ich komme damit nicht ganz zurecht. Das ist eine Beleidigung für GTA, oder? Nee. So, soll einer oben, einer unten, oder fangen wir da so an? Ich hab eigentlich gar keine Ahnung. Oder wir machen diagonal, von oben nach unten. Egal, ich bin schon zu weit gefahren. Ich bin da, glaube ich, schon am Feld. Ich da schon am Feld. Du hast keinen Zugang zu diesem Land, also bin ich da noch nicht. Bin noch gar nicht. Ah ja, da kann ich schon mähen. Achso, ich dachte nach runter. Achso, nach unten willst du? Ja. Ich dachte halt, wenn wir so hin und her, ist das näher, oder? Okay. Aber da kommen wir in die Quere dann. Das ist ja wurscht. Runter auch, oder? Naja, aber nichts gleich, wenn wir runterfahren, oder? Naja, unten kommen wir so in die Quere. Wenn du da auf deiner Seite drüben fährst... Oder einer fährt runter, rauf, einer fährt quer. Okay, machen wir so. Ja, wir müssen das natürlich immer gleich verkaufen gehen. Genau, dass wieder was reinkommt. Die bauen wir das dann auch, weißt du? Okay, ich sehe schon, da haben wir eh genug zu tun. Mit dem Grasfeld. Die kommen nach und nach dann weg. Ein Reh? Flash! Flash, Bauer Alex! Unser Abendessen rennt da! Hier ist nieder, Alter! Heute gibt's Zerhockertes! Ich bin schon voll. Ich auch. Und ich hab's nicht gemerkt und damit einfach weiter. Scheiße. Mähen wir ehrlich weiter, wenn der Regen kommt? Ja, warum nicht? Das ist ein weniger Ertrag, glaube ich. Auch bei der Wiese? Ich glaube schon. Hast du das nicht mehr gesagt? Nein, beim Regen. Beim Dreschen. Okay, nur dort. Ich glaube es. Alter.
Warte, ich spür's, da kommt die, das erste Money rein. Das erste Knädel. Warte, ich fahr ein bisschen zu Seiten. Ah nein, das gehört auch eingenommen. Alter, süß. Alter. Ja, das werden wir jetzt ein paar Mal machen müssen. Ja. An 90 ist ein bisschen desillusionierend, aber ist okay. Ist so. Gemeinsam haben wir schon 179. Ja, wir haben uns auch darauf geeinigt, wir nehmen keinen Kredit auf. Genau. Wir machen das wirklich. Richtig, ja. Keinen Kredit und wir mieten auch kein Auto oder kein Fahrzeug generell. Ja. Alles wird ehrlich gekauft. Genau. Mit dem Sonderangebot ist dann natürlich gut. Alter. Ob für uns? Ich habe gar nicht geschaut, was es gibt. Haha, brauchst doch gar nichts. Wieso? Naja, mit was kaufen? Naja, vielleicht gibt's irgendwas Kleines. Da gibt's was um 6000. Braucht man zwar nicht, aber es wird was geben um 6000. Das ist schon ein erreichbares Ziel. Na du, Armee-Maschine, zweite um 25. Warte, wir haben einen Helfer eingestellt. Ich habe einen Helfer eingestellt. Einfach die Arbeit außerplanmäßig beendet. Was soll das, oder? Da sind die 90 gleich weg, oder? Habe ich mich verdrückt. Ja, wir hätten ja schon eher anfangen können. Aber der Bauer Bertel hat Probleme bei der Bank gemacht. Aber es ist schade, wenn das Mod nicht funktioniert. Ja, stimmt. Könnt ihr irgendwann wieder probieren. Ja. Hey Mann, wieso verkauft man das ganze Gras? Wieso behalten wir es nicht für uns? Aber wenn du so viel Gras, ja, 90 Euro verkaufst, ist das kein guter Stoff. Biologischer Stoff. Das können wir jetzt anders machen. Na? No. Bei 50% immer schon umdrehen. Weil dann bin ich schneller wieder zurück. Zeitersparnis. Naja, Zeitersparnis nicht, weil irgendwann musst du die anderen auch machen. Ja, irgendwann, aber das bis ich da unten bin. Ist Gras oben schon wieder gewachsen. Wirklich. Ich brauch nur fahren bis zu dem Fleck, was du da hast und bin schon fast voll. Hast du auch nicht einmal bis ganz rüber. Wow. Also die Fahrphysik, damit komme ich nicht zurecht. Ich hoffe, dass sich der Preis steigert und nicht, dass er weniger wird dann irgendwann. Oh ja. Gleich am Minus. Gibt's ja nur mal 80, oder? Oh. Schau jetzt einmal. Was schaust denn?
1200 kostet ein Mähbalken. Und ein Ladewagen wäre bei 3400. Das wären 4600 und dann noch einen Traktor dazu. Kühlschörder. Also viel. Also noch ein bisschen was, ja. Also ist nicht, was so ein billiger Traktor wäre, den wir da verwenden könnten. Irgendein Oldtimer. Naja, gut, Oldtimer. Wobei ich glaube, ich Oldtimer, Oldtimer geht, ja, aber. Irgendeinen habe ich genommen, den, wo man was vorspannen kann. Na gut, vorspannen müssen wir jetzt nicht unbedingt. Na wieso? Ich dachte eine Mähwerk vorne. Mähbalken, habe ich gesagt. Wobei, das müssen wir ja eigentlich nicht, oder? Achso, Blödsinn, man kann nicht, bei dem kann man nicht sagen, lass einfach liegen. Ich weiß nicht, wenn du voll bist, lass das fallen. Nein, gell? Nein. Nein. Er mäht es einfach weg und es ist verloren. Weil so wäre es klasse, so hätte man, einer macht das Mähen, der andere fährt hinterher mit dem Ladewagen. Wird halt auch nichts bringen. Weil du hast dadurch keinen Vorteil. Weil naja, mehr trotzdem recht. Naja, du hast ja nicht mehr, weil einer fährt dann quasi nur mit dem, was du mähst, was du eh abliefern würdest, was soll man? Ja, stimmt. Wie viel kostet eigentlich so eine dann seine Silage-Ballmaschine, die das gleich macht? Boah, gleich? 90.000 oder so. Okay. Jetzt soll ich gehen mal abliefern und dann muss ich kurz weg. Ich meine, ich habe gesehen, es gibt so einen, naja, das bringt auch nichts, so eine Hand mehr. Und auch wie viel er kostet. Mal eine Zahlungsfrage. Ja. Ob es mehr bringt, weil das teuerste ist der Traktor jetzt einmal. Also, ja. Den brauchen wir sowieso. Das stimmt. Sonst ohne Traktor geht sowieso mal gar nichts. So, wie stelle ich da jetzt meinen Controller den Motor ab? Wie stelle ich auch allgemein den Motor ab? Das ist eine gute Frage. Motor? Servus! Ja, so, gut, ich kann den Motor nicht abstellen, ich lasse ihn mal laufen. Dann labert. Ich bin ziemlich weg. Genau. Habe ich geschaut, wie viel das kostet. Noch schon? Gang. Siebzehntausend. Ein bisschen was.
Warte, hat er was er gesagt hat? So, das heißt 17.000. Ich rechne jetzt mal 9, dividiert durch 90. Oder wir rechnen einfach 20.000. Ja. Ja, so staubtrocken ist unser Konto, ja. Zu viel Gras. Ja, eingeatmet. Das wären, was rechnest du? 223 Mal, dividiert durch 2, wenn jeder muss 112 mal fahren mit dem kleinen Scheißer. Dann haben wir einen Traktor mit einem 17.000, habe ich gesehen, weil 82 PS waren das jetzt, glaube ich. 82 PS Traktor. Aha. Und eben sage ich jetzt mal 4.000 noch dazu für Anhänger und Schneidwerk. Aber was bringt uns das, ehrlich gesagt? Was denn? Dann haben wir einen Anhänger, wo wir das Gras einladen und mein, wir können mehr machen. Genau. Wenn ja. Du kannst mehr einladen. Ja. Und breiter ist auch wahrscheinlich. Also das praktisch wäre, wenn man das vormähen könnte und der andere. Gut, dann bräuchten wir wieder zwei Traktoren. Ja. Ich sag's nur, das wäre effizienter. Ich meine, ich weiß, geht am Anfang nicht, aber weißt du, ich meine. Ich weiß, was du meinst, aber das will's nicht. Ich glaube, das wird zu teuer. Bin ehrlich, ich hätte auch gedacht, dass so ein allerdings sicher so 150 abgeben wird. Ich habe auch gedacht, dass das mehr bringt. Ich meine, jetzt haben wir schon einen Tausender. Ja? In 20 genau. Minuten. Ja, es hat niemand behauptet, dass das Farmerleben einfach ist. Ja. Aber Alex. Ich meine, das kleine Scheißsal fahrt doch 112 km/h. Das nächste, ja. Und ich möchte jetzt auch nicht unbedingt, weil ich jetzt nicht weiß, ob was so viel Holz bringt, aber. Ich meine, wie viel hat so eins kostet? Ich glaube 5.000. Ah, okay. Warum? Ich überlegt hätte, 5.000 hätte man vielleicht auch schon einen Traktor gehabt, so einen Oldtimer-Traktor, aber dann hätte man noch nichts gehabt. Nicht. Wie gesagt, 17.000 ist so der billigste. Also geht jetzt nichts Billiges gesehen, du kannst auch schauen, aber... Ich habe irgendeinen hinzugefügt, glaube ich, oder war das kein billiger? Billigste, was ich jetzt gesehen habe, war
Deutz D06 Series. Der kostet 12.000 mit Upgrade 17.000. Wir hätten da zwar einen um 7.500, dann schon Tier, aber der hat nur 50 PS. Oder Deutz D06? Genau, das ist der, den wir sich jetzt angeschaut haben. Mit Upgrade 17.000. Oder kann nur Gewichte dranhängen. Da kann nur Gewichte dranhängen. Oh ja, Frontlader. Klar. Frontlader. Vorne muss er nichts hängen, er muss ja nur hinten auch. Hinten reicht er am Anfang. Ja. Also ich wüsste halt jetzt auch nicht zum Beispiel, wie viel bringt mir jetzt ein Baum, ja. Dass ich sage, okay, ich verkaufe meinen mehr. Kaufen wir dafür eine Kettensäge. Außerdem hätten wir wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, wie viel wir kriegen würden für den. Mein 1000er kostet eine Kettensäge, glaube ich. Eben. Und für den würden wir 4300 bekommen. Und dann fange ich halt mit den nähersten Bäumen an und ziehe die dorthin. Was ist, wenn wir das ausprobieren? Meine Kettensäge kostet 1000er jetzt. Und irgendwann kaufe ich sowieso, wenn ich halt im Wald fäll. Und du kaufst dir eine Kettensäge, fällst den Baum und tust mit starkem Bauer den Stamm halt hinzahnen. Genau, so wäre der Plan. Probier es aus. Ich bin halt 1000 Euro weg. Einen Segen hast du. Ja. Andererseits, wenn wir es nicht rausfinden. Und Nebengeschäft ist es dann so oder so, sag ich mal. Okay, warte. Ich lade ab. Also, ist jetzt meine Meinung. Ja, ich lade mal ab. Ich verkaufe den aber noch nicht. Ja, lass den einmal. Ich lass ihn. Kaufe mir eine Kettensäge. Genau, 1000. Da gibt es sogar noch 700. Vielleicht 300 gespart, oder? Was, den stelle ich da am Rand hin. Ja, mit dem Baum, Alter. Gut, das ist ein süßer Baum, aber es gibt ja auch größere. Aber es ist der nächste. Ja. Boah, der starke Bauer, Alter. Ah, ja, was ist der? Ich bin gespannt. Eine Fichte, 5,3 Meter. Ja, ein Baumstamm. Ein Baum? Eine halbe Ladung. Kann man sagen, von dem da, ne? Bäume und du hast die Kettensäge herinnen. Ja, das ist gar nicht so viel. Ja. Vor allem, wie gesagt, es war ein kleiner. Ich meine, ich habe da jetzt ein zwei kleine Mal wieder. Und ich glaube, es ist halt ein bisschen lang. Oder ich weiß gar nicht, ob es langsam ist, aber wahrscheinlich, weil ich dann weiter gehen muss. Ich lege die Bäume da mal auf die Seite. Weil ich muss ja dann immer, was ihr diesen Knopf drücken, Holz verkaufen. Aber dass ich nicht jedes Mal zu dem Knopf hinrennen muss, lege ich mal alle Bäume dorthin. Also du musst was drücken oder was? Ja, weiß ich, da muss man ja immer zu diesem Infopoint, dass man das Holz verkauft. Ach so, okay. Generell, dass man die Sachen dort verkauft, quasi. Oder? Nein, die Bäume. Bei Holz ist das immer so. Ah, okay. Gewesen. Ich hole mal einen Riesenbaum. Muss jetzt mal was, also ich möchte jetzt mal was schauen, kurz auch im Punkt Nebenertrag. Ja. Und das mache ich aber, wenn ich ablade. 25,5 Meter Tanne. Ich meine, ich sehe, hier gibt es jetzt nicht so viele Riesenbäume gerade. War ist ja wurscht.
Okay, das ist sehr teuer. Waffe. Ich habe nämlich überlegt, ob man nicht auch mit Bienen quasi anfangen, weil die bringen das so nebenbei was. Das ist zu teuer, weil ich glaube, es kostet ja statt 5000 oder so. Ja, 4600, dass man live dabei ist, das ist zu viel. Ich hab's nur mal geschaut. Ja, ist okay. Aber es ist ein bisschen dann produzieren, ich glaube, das ist dann am Anfang, kann man dann auf jeden Fall machen. Ja, weißt du, dass man in den Sinn kommt, da kann man auch, das rennt so nebenbei, weißt du, aber es ist zu teuer. Was hier blöd ist, ist, dass man nicht wirklich eine Grenze zu den Ländern sieht. $691 erst, oder? War mal da. Wirklich wortwörtlich. Aber da war halt jetzt ein Riesending dabei. War, dass ich die Riesendinger zuerst mache? Habe ich mal eine blöde Frage, hast du auf den Weg Gras dabei? Weil dann könntest du ja immer wieder hinfahren mit dem, immer weiterfahren und hast das trotzdem auch voll. Aber dann muss ich ja wieder zurückfahren auch. Ja, stimmt. Und die Bäume hintragen. Stimmt. Ja, da braucht man das 55er Feld, da stehen auch einige Bäume. Wir haben das 55er Feld. Entschuldigung, 56er. Es wird schon. Es wird. Wird. Mühsam oder was? Okay. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Aber wirklich wahrscheinlich, bis wir da ab mit haben, alles, ist das Gras oben wieder nachgewachsen. Ich hoffe, das wächst nach. Bis jetzt jedes. Auch das auf den Seitenrändern ist nachgewachsen. Ah, okay. Ich habe auf das ehrlich gesagt nicht so geachtet. Ja, glaub mir, als Silage-Profi. Also es ist auch immer das an den Seiten. Bei den Feldern immer nachgewachsen. Ich glaube, das ist krass weit. Was mir halt auch so eingefallen ist, nachdem auf der Karte ja nichts ist, ja, können wir diese Karte wirklich x-beliebig so gestalten, wie wir möchten. Stimmt. Das heißt auch runde Felder und sowas, weißt du, Mann? Was meinst du auch ohne Felder? Runde Felder, nicht ohne Felder. So. Ohne Felder wird schwer irgendwann. Bam, Alter. Ich meine, das geht zwar nicht unendlich, aber es ist einmal ein guter Start dann. Ist einmal ein guter Start, also ich komm. Und Traktor schaffen wir's.